Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Anfangswert und Endwertsatz im Zeitkontinuierlichen. Gibt es auch im Zeitdiskreten, ist auch unten verlinkt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wofür braucht man den Anfangs- und den Endwertsatz? Und zwar, wenn man von einer gewissen Funktion wissen will, wie lautet halt der Wert im Unendlichen dieser Funktion, also man hat eine Funktion y von t zum Beispiel, wie lautet der Wert im Unendlichen oder wie lautet der Wert an der Stelle 0, dann kann man das Ganze auch lösen, indem man die Funktion im Bildbereich betrachtet, sprich im Laplace-Bereich zum Beispiel oder im Zeitkontinuierlichen im Z-Bereich betrachtet und anhand von diesen Funktionen halt schaut, wie verhält sich die Funktion an gewissen Stellen dort, da kommen wir gleich zu den Regeln zu. Sprich, man muss nicht immer direkt zurücktransformieren, wenn man den Bildbereich hat und kann trotzdem vom Bildbereich aus direkt darauf schließen, wie sich die zum Beispiel Sprungantwort oder ähnliche Funktionen zum Zeitpunkt 0 oder zum Zeitpunkt unendlich verhalten. Dementsprechend Anfangswertsatz ist halt zum Beobachten, wie das Ganze zum Anfang, also bei t gleich 0, und Endwertsatz zum Beobachten, wie das Ganze im Unendlichen sich verhält. Also dann kommen wir mal zum Anfangswertsatz. Da steht extra jetzt noch dabei, der darf nur angewendet werden, wenn das System realisierbar ist. Sprich, wenn wir jetzt eine Funktion haben oder besser gesagt irgendeine Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich haben, da muss gelten, dass der Zählergrad kleiner gleich der Nennergrad ist. Ja, also der Zähler, wenn das ein Polynom ist und der Nenner auch ein Polynom ist, dann muss dafür gelten, dass der Zählergrad kleiner gleich Nennergrad ist. Also zum Beispiel oben nur ein Polynom steht von der Größe, ja, sagen wir mal hoch 2 und unten nur von der Größe hoch 3 oder irgendwie sowas. Also ungefähr, dass das Ganze aufgeht, dass man nicht darauf kommt, dass man eben zu instabil wird. Dann muss man halt beachten, wenn das Ganze stimmt, also wenn man das Ganze geprüft hat, Limes y von t, also der Anfangswert, wir sind ja beim Anfangswert, das heißt t gegen 0 bei Limes y von t ist gleich, und das besagt jetzt eben dieser Anfangswertsatz, falls wir die Regel hier oben nachvollzogen haben oder geprüft haben, ob das auch stimmt, dann gilt halt Limes t gegen 0 y von t ist gleich Limes s gegen unendlich s mal y von s. Und das können wir jetzt auch noch aufdröseln. Wir wissen nämlich genau, wir haben wieder eine Funktion, also ein System. Da stecken wir u von s rein. Da gibt es eine Übertragungsfunktion, die lautet g von s. Und im Endeffekt kommt y von s raus. G von s charakterisiert das System. Sprich, wenn wir jetzt y von s hier haben, das können wir auch aufdröseln in g von s mal u von s. Das sehen wir hier. Y von s ist gleich g von s mal u von s, so wie man es halt von System kennt. Gut, dann wie gesagt, erst die Sache prüfen hier oben, ob der Zählergrad kleiner gleich dem Nennergrad ist, dann das Ganze ausrechnen. Dann der Endwertsatz, da müssen wir jetzt nochmal drauf schauen, da gibt es nämlich eine andere Bedingung, da steht, darf angewendet werden, wenn das System stabil ist, bis auf eine Polstelle im Ursprung. Ja, Stabilität bedeutet ja immer, dass alle Polstellen links der imaginären Achse sind. Jetzt gilt allerdings, eine darf auch auf der imaginären Achse sein, um diesen Satz anzuwenden. Also Stabilität bis auf eine Polstelle im Ursprung muss gewährleistet sein. Ja, dann Endwertsatz, also Limes y von t mit t gegen unendlich ist gleich Limes s gegen 0 s mal y von s. Auch da gilt wieder, wir können einsetzen für y von s ist g von s mal u von s. Das kommt wieder aus demselben wie hier vorne, aus dem Bild. Kann man sich berechnen, wie y von s zustande kommt. Dabei wichtig, u von s ist das Eingangssignal, g von s ist eben das System. Also am System können wir nichts rütteln, am Eingangssignal können wir gerne was verändern. Also je nachdem nach Aufgabenstellung, wenn das gegeben ist, muss man es natürlich auch beibehalten. Wenn zum Beispiel, ich habe es nochmal als Tipp dabei geschrieben, was halt oft vorkommt, in der Aufgabenstellung steht, oft nach Sprungantwort, also wenn da steht, wir wollen jetzt die Sprungantwort von dem ganzen System haben, wir haben auch das System gegeben, dann muss man wissen, okay, Sprungantwort, das heißt, das Eingangssignal ist dementsprechend eine Anregung mit einem Sprung. Und ein Sprung wird dargestellt über die Sigma-Funktion, also u von t ist Sigma von t. Und das transformiert ist dann u von s, und das ist halt genau 1 durch s. Ich kann es auch gerne nochmal anmalen. Die Sprungantwort ist halt nichts anderes wie, ich habe hier die Zeit, ich habe hier die Funktion Sigma von t. Und halt zum Zeitpunkt 0 springen wir halt auf die Höhe 1. Das heißt, wir sind die ganze Zeit 0, springen bei der Stelle 0 hoch, und dann haben wir eben genau den Wert 1 erreicht. Sprich, die Sprungantwort ist dann, wenn wir halt mit einem Sigma von t anregen, das System. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel dazu, also Beispiel g von s ist s minus 12 durch s plus 5, also wir sind jetzt im Bildbereich, das sieht man in der Variable s, und gesucht ist y von 0 und y von unendlich der Sprungantwort. So steht es halt meistens da, Sprungantwort, das heißt, wir wissen schon aus dem Ganzen hier u von t gleich Sigma von t, und dann folgt daraus u von s gleich 1 durch s. Das muss man daraus erkennen, wenn man dieses Wort halt da stehen hat. Gut, dann machen wir den Anfangswertsatz. Müssen wir jetzt erstmal schauen, geht das Ganze auf. Darf angewendet werden, wenn das System realisierbar ist. Das heißt, Zählergrad kleiner gleich Nennergrad ist. Wir sehen, okay, hier steht s hoch 1, hier steht s hoch 1 als höchster Polynomterm. Das bedeutet, Zählergrad ist gleich Nennergrad. Und damit dürfen wir sagen, ja, wir dürfen den Satz anwenden, und jetzt machen wir das Ganze auch. Das heißt, wir schreiben jetzt Limes t gegen 0
y von t ist gleich Limes s gegen unendlich. Also ist nichts anderes wie das, was ich jetzt hier gerade abschreibe. S mal y von s. Das ist aber gleich Limes s gegen unendlich. S mal g von s mal u von s. Die Funktionen kennen wir alle. Also Limes s gegen unendlich. S mal g von s kann ich abschreiben. Das ist s minus 12 geteilt durch s plus 5 mal u von s. Das kennen wir, weil wir eine Sprungantwort haben, ist das 1 durch s. Und wir sehen perfekt, diese s kürzen sich hier weg. Das ist das Tolle bei einer Sprungantwort. Man kann quasi den Teil hier vorne mit dem s auch leicht mal weglassen, weil sich das halt genau mit der Sprungantwort aufkürzt. Man sollte es trotzdem immer hinschreiben, damit man auf der sicheren Seite ist. Das ist dann also Limes s gegen unendlich s minus 12 geteilt durch s plus 5. Und damit das Ganze mathematisch auch noch korrekt ist, teile ich jetzt mal 1 durch s mal 1 durch s. Das heißt 1 minus, oh, jetzt noch den Limes aufschreiben, Limes s gegen unendlich 1 minus 12 durch s geteilt durch 1 plus 5 durch s. Und das ist gleich 1, weil wir halt eben genau diese Terme hier, 12 durch s und 5 durch s, die verschwinden, wenn wir gegen unendlich gehen lassen. Es bleibt nur noch 1 durch 1 übrig. Und wir sehen, okay, der Anfangswert von dem Ganzen scheint 1 zu sein. Jetzt gehen wir zum Endwertsatz, also zweitens Endwertsatz, weil wir den Anfangswert jetzt schon kennen. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine Bedingung zu prüfen. Und zwar darf angewendet werden, wenn das System stabil ist, bis auf eine Polstelle im Ursprung. Ja, wir schauen, okay, die Polstelle, die wir hier haben, liegt bei minus 5. Denn bei minus 5 plus 5 wird das Ganze unten im Nenner zu 0. Das wäre kritisch, also eine Polstelle. Minus 5 liegt allerdings links der imaginären Achse. Dementsprechend sind wir da auf jeden Fall auf der stabilen Seite. Wir haben nicht mal einen Pol in 0, was wir auch haben dürften. Aber wir haben auf jeden Fall hier nur Pole, die alle stabil sind. Einen einzigen Pol, der ist stabil. Dementsprechend dürfen wir jetzt auf jeden Fall das anwenden. Also s unendlich ist gleich minus 5, das ist kleiner als 0, damit stabil. Und dann können wir den Endwertsatz auch anwenden. Das Ganze tun wir jetzt auch wieder, das heißt, ich schreibe erstmal wieder nur ab. Limes t gegen unendlich y von t ist gleich Limes s gegen 0. S mal y von s, also ich habe hier nichts anderes getan, als gerade einfach nur abgeschrieben. Dann kann ich y von s wieder aufdröseln, also Limes s gegen 0, s mal g von s mal u von s. Dann setze ich wieder einfach nur ein, stumpfes Einsetzen, nicht schwer. Limes s gegen 0, s mal s minus 12 geteilt durch s plus 5 mal 1 durch s. Da sehe ich wieder, die s kürzen sich, so wie das halt bei einer Sprungantwort schnell passiert. Dann Limes s gegen 0. S minus 12 geteilt durch S plus 5. Und das ist halt minus 12 durch 5. Dementsprechend ungefähr so bei der Stelle minus 2, ein bisschen mehr als minus 2. Und damit haben wir unseren Endwert auch erreicht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mehrere Sprungantworten gezeichnet haben würden, könnten wir anhand dieser Rechnung ganz schnell gucken, welche Sprungantwort haben wir denn jetzt gegeben. Also bei dieser Sprungantwort würde es ungefähr so verlaufen, dass wir hier halt die Stelle 0 haben. Wir fangen bei 1 an, dann bei minus 12 Fünftel. Hören wir auf und fallen irgendwie so ab, also laufen irgendwo so auf diesen Grenzwert hinzu. Und wenn wir jetzt halt noch eine andere Funktion gegeben hätten, wo jetzt zum Beispiel hier 5 stände und hier unten minus 10 stände und das würde so laufen, würden wir direkt uns entscheiden für die erste Funktion, nicht für die zweite, weil wir eben genau die Anfangs- und Endwertsätze schon kennen würden. Also hier an der Stelle würde y von t stehen und t also nichts anderes als die Sprungantwort. Dementsprechend wird das auch gerne oft als Aufgabe genommen. Man schaut einfach sich an, ja, wie sehen verschiedene Antworten aus. Wir rechnen Anfangs- und Endwertsatz aus, wissen dann, okay, es gibt nur eine Funktion, die eben so verläuft, und können uns dementsprechend dafür entscheiden. Genau, es gibt noch ein weiteres Video dazu, das wäre dann halt im zeitdiskreten Bereich. Das ist auch unten verlinkt. Und ansonsten, wenn es hierzu Fragen gibt, gerne in die Kommentare stellen. Und dann danke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.